тут с 2012 года, потому что дома как бы не очень комфортно жить. Ich bin seit 2 Jahren hier, denn zu Hause kann man nicht mehr leben. Da fallen Bomben, überall sind Soldaten. Hier kann man sicher leben und sich entwickeln wie andere Menschen auch. Как все нормальные люди. Работать возможность была, но по специальности тут работы не нашел. Ich habe hier in Charkow keine meiner Ausbildung entsprechende Arbeitsstelle gefunden. Ich habe von meinen Ersparnissen gelebt und versucht umzuschulen. Dabei habe ich die Erfahrung gemacht, Binnenflüchtlinge werden nicht gerne eingestellt, denn sie bleiben ja nicht lange an einem Ort. Während meiner Umschulung habe ich angefangen, als Freiwilliger beim Roten Kreuz mitzuhelfen. Zuerst jedoch habe ich selber Hilfe erfahren. In der ersten Zeit habe ich vom Roten Kreuz Bettwäsche, Hygieneartikel und Lebensmittel bekommen. Dann haben sie mich gefragt, ob ich nicht auch selber mitmachen möchte. Und da ich ja wegen der Abendschule tagsüber Zeit hatte, habe ich das gern gemacht. Als Projektkoordinator bin ich jetzt für den gesamten Prozess der Gutscheinverteilung verantwortlich. Von der Beschaffung der Computer für die Datenerfassung, über die Organisation der Gutscheinausgabe bis hin zur Einteilung unserer freiwilligen Helfer. Ich bin sehr froh, dass das Deutsche Rote Kreuz den Binnenflüchtlingen hilft und mir, selbst Binnenflüchtling, die Möglichkeit gibt, ein Gehalt zu verdienen. So kann ich den Leuten helfen, die in derselben Situation sind wie ich.